Seit Jahren forscht Christoph Busch an biometrischen Sicherheitsverfahren. Also daran, wie man mit Fingerabdrücken und Gesichtserkennung Computer und Daten vor unerwünschtem Zugriff schützen kann. Als er mit seinem Team des Gjøvik University College in Norwegen ein besonders vielversprechendes Verfahren entwickelt, möchten die Informatiker diese Erfindung patentieren lassen. Doch ihre Universität hat dafür kein Geld. Deshalb fahnden sie nach Alternativen und landen schließlich bei CrowdPatent. Einem Startup, das verspricht, wir sammeln das für die Patenteintragung nötige Kapital bei Investoren ein. Übers Netz, bei der sogenannten Crowd. Insofern waren wir gespannt und interessiert über diesen Prozess, der von CrowdPatent angeboten wurde, dass die quasi diese Finanzierungsaufgabe, aber auch die Anmeldeaufgabe übernehmen. Wir Teilhaber bleiben, aber sozusagen die Verwertung dann in andere Hände übergeht. Auf der Seite von CrowdPatent stellt das Team seine Erfindung vor. Das Konzept überzeugt 60 Investoren. Mehr als 15.000 Euro kommen so zusammen. Genug, um die Erfindung international unter Patentschutz zu stellen. Der Vorteil für Busch: Während CrowdPatent den Papierkram übernimmt, kann er sich neuen Forschungsprojekten widmen und gleichzeitig gemeinsam mit den Investoren auf finanzielle Erlöse aus der Vermarktung des Verfahrens hoffen, mit dem zum Beispiel Bezahlvorgänge im Internet sicherer werden könnten. Für Jörg Hernandez, den Gründer von CrowdPatent, ist genau das der Kern seiner Plattform. Denn oft scheitern Erfinder an der Verwertung ihrer Ideen. Und Anleger und Unternehmen sind immer auf der Suche nach guten Investitionsmöglichkeiten. Der große Vorteil an dem CrowdPatent-Konzept ist, dass sich Investoren direkt an den Erlösen beteiligen, indem sie über stille Beteiligungen an allen Erlösen aus einer Erfindung beteiligt sind, abhängig von ihrem Investment. Mindestens 15% der Erlöse sollen beim Erfinder bleiben. Das klingt wenig. Aber die Patentierung übers Netz ermöglicht immerhin kleinen Unternehmen oder Hochschulen, ihre Innovationen überhaupt zu vermarkten. Bleibt die Frage, ob Patente im Internetzeitalter überhaupt noch zeitgemäß sind. Open-Source-Projekte wie Wikipedia setzen der Patentideologie ein anderes Konzept entgegen. Freies, für alle zugängliches und verwertbares Wissen. Und während sich Technologiekonzerne wie Samsung und Apple in teuren Patentschlachten wechselseitig vorwerfen, voneinander abgekupfert zu haben, wächst die Kritik am Patentsystem. Axel Metzger von der Humboldt-Universität etwa moniert, dass vom aktuellen System vor allem Patentanwälte und Patentämter profitieren. Und diese werden kaum kontrolliert. Im Patentwesen fehlen an den entscheidenden Stellen Kontrollinstanzen neutraler Art, die das Patentsystem evaluieren und an den richtigen Stellen auch zurückschneiden. Gerade in Europa ist das der Fall. Es gibt kein Kontrollsystem, was unabhängig über das Patentwesen wacht. Und ein teures Patentwesen bevorzugt Großunternehmen, denn nur die können es sich leisten, ihre Patente international anzumelden und vor allem auch in Prozessen durchzusetzen. An diesem Problem ändert auch CrowdPatent nichts. Im Gegenteil, es verfestigt das bestehende System, in dem Innovationen am Ende wieder bei den Menschen mit dem Geld landen. Dass Christoph Buschs CrowdPatent-Fazit trotzdem positiv ausfällt, liegt deshalb wohl auch an seinem Forscheridealismus. Naja, also der rein finanzielle Aspekt ist vielleicht nicht ganz so im Vordergrund. Beim Investor ist es vielleicht im Wesen, dass der finanzielle Aspekt im Vordergrund steht. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass auch viele, die da, es sind ja auch viele, die da kleine Beträge investieren, dass das dann auch, ich sag mal, Neugier ist und auch das Bedürfnis, bei solchen innovativen Sachen dabei zu sein. Crowdpatenting ist ein neuer Weg, um Ideen schützen und umsetzen zu lassen. Vor allem für Erfinder mit wenig Geld. Aber dieses Tool hat seinen Preis. Und ersetzt nicht eine überfällige Reform des europäischen Patentwesens.